Ratet mal mit, was wird das hier? Ich bin echt am Überlegen, was das hier werden soll. Kannst du Jump'n'Run bauen, Brand? Oh Gott, Jump'n'Run bauen, oh Gott. Okay, ich überlege mir gerade mal, wie könnte man denn mal anfangen mit so einem Jump'n'Run? Man könnte doch theoretisch. Moin Leute und herzlich willkommen wieder zu Brand kommt zu Besuch. Heute sind wir mal bei dem Chaos Fabi 44. Was hat er. Was ist das denn? Was ist das denn? Wie Leute. Ich hoffe, ich bin dafür überhaupt rein. Ich schreibe einfach mal. Hallo. Ich wollte jetzt eigentlich schon jemandem anderen beitreten vorhin, aber das ging wieder nicht. Irgendwie keine Verbindung zur Welt. Das ist total merkwürdig. Ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Da ist der Chaos Fabi. Ich hoffe, ich darf überhaupt rein in die Map. Bei Leuten, die mir immer nicht sofort antworten, da denke ich dann immer so, oh, diese. Bei manchen Leuten, ich füge nämlich jetzt alle, die mich als Freundin zufügen, füge ich auch einfach als Freundin zu. Wieso antwortet er nicht? Wieso antwortet er nicht? Na gut, trotzdem, wir schauen uns mal hier um, würde ich mal so sagen. Antwortet bestimmt gleich noch, der Chaos Fabi 44. Ja, er hat hier direkt, das ist ja wirklich so eine super flache Map, mit uns jetzt mit dem Regenleit. Wo hier ordentlich Gras weg ist. Wie man sieht, hier ist ordentlich Bedrock, weil es ist ja hier, die super flachen Maps sind ja immer nur so klein, da ist man ja direkt irgendwo ganz weit unten von der Höhe her. Hier hat er auf jeden Fall, hat er den Chat auch ausgestellt, keine Ahnung. Ja, hier hat er auf jeden Fall irgendwie so ein Skin hingebaut, so wie es aussieht. Das sieht ja auch mal richtig nice aus. Omega Melon hat das Spiel betreten, lol. Aber ich habe doch jetzt, ich habe hier jetzt, guck mal, ich habe an Xbox Live übertragen, habe ich komplett ausgestellt. Ich habe nur Multiplayer-Spiel aktiviert. Normalerweise dürfte mir keiner beitreten können über mich jetzt. Ich weiß es nicht so genau. Ich kann ja mal schreiben, nochmal. Hallo, vielleicht antwortet jetzt ja mal jemand. Und dann schauen wir mal, würde ich mal so sagen. Was haben wir denn hier so? Hi, schreibt er, der Omega Melon. Omega Melone. Scheiße. Jetzt habe ich aus Versehen was kaputt gemacht hier. Oh nein! Zaun. Sofort reparieren. Oh Gott. Ja, gut. Und dann würde ich mal sagen, wir schauen uns mal ein bisschen hier um. Wir gehen mal eben kurz hier rein. Hier hat er so ein klein bisschen was gebaut. Hier sind so Wege. Auch mit geilen Laternen wieder. Das ist auch richtig cool wieder, finde ich. Und hier sind so ein paar Gebäude. Was steht denn hier so? Chaos Fabi 44, Blazer Team. T. Hallo, hallo Omega Melone, hallo. Ui, moinsen. Ja, gut, dann würde ich mal so sagen, wir schauen uns mal hier um. Wir gehen mal hier rein und gucken mal eben. Und, oh, was haben sie denn hier gebaut? Das ist ja auch eine witzige Hütte. Nun, da drin, lol. Ach, was ist das denn? Wie lol. Ich weiß gar nicht, was das genau darstellen soll. Ich hab's aber schon mal gesehen. Ich weiß aber gerade echt nicht, was das darstellen soll. Ist ein Tisch hier einfach, ne? Und das hier ist irgendwie so, wo man sitzen kann, glaube ich. Und das soll wohl so ein Fernseher darstellen. Haben sie so Bilder rüber gehabt? Ist auch geil. Das ist ja richtig cool, mal richtig nice, finde ich. Ja, kannst du auch mal so bringen. Ist ja cool. Cool gemacht. Ich gucke noch mal ein bisschen weiter kurz. Und auch die Türen, das sind ja so ein paar, ich weiß nicht, was das jetzt genau, aus welchem Holz das jetzt gemacht ist. Ist das Tropenholz? Sind das Tropenholztüren? Kann das sein, zufälligerweise? Könnte vielleicht sogar sein. Ich weiß es gar nicht so genau. Auch richtig cool. Ich renne noch mal im Kurzieren. Das soll wahrscheinlich irgendwie so ein Pool oder was soll das werden? Hier ist auf jeden Fall so ein Ding, wo man sich drunter stellen kann. Das sieht auch nice aus. Hier steht ein Pferd rum. Und was haben wir hier noch so Schönes? Hier geht's auch rein. Achso, ich dachte, hier sind irgendwie Druckplatten drunter versteckt oder so. Und hier, oh, auch cool gemacht hier mit den Lichtern. Also ich muss ja dazu sagen, ich persönlich mag es ja immer nicht so gerne, wenn man so die Lichter irgendwie so unter der Decke hängen hat. Also einmal, wenn man die entweder direkt so hier unter der Decke hängen hat oder wenn man die direkt mit Zäunen unter der Decke hängen hat. Ich mag das immer nicht so gerne, weil die dann hier so nah immer so an einem dran kleben. Weil die dann so, so weit so unten sind, sage ich mal so. Aber ich meine, hier geht das eigentlich voll, weil die Decke ist sehr hoch. Du hast hier viel Platz und eigentlich hier stört das eigentlich gar nicht, finde ich. Das ist schon richtig cool gemacht. Muss man dazu mal sagen, auch mit der Wolle. Hier ist das rote Wolle. Wie gesagt, ich habe eine rot-grüne Schwäche. Ich glaube aber, das ist rot. Und, oh, wie cool. Und hier kannst du auch wieder... Hier haben sie auch sowas reingebaut. Guck dir das mal an. Wie geil ist das denn hier auch mit so einem Fernseher und auch hier so einer kleinen Bank, kannst du so sagen. Ja, richtig nice, richtig nice, richtig nice. Brand dreht durch. Richtig cool. Ich bin hier mal das ein bisschen kurz, weil ich möchte diese Folge vielleicht auch mal wieder zwei schaffen. Vielleicht schaffen wir das, ja. Und ich meine, ja, das hier haben wir uns jetzt so weit schon mal angeschaut. Oh, wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Ich frage mich gerade, warum er nichts schreibt. Er hat mich doch eben schon gesehen. Da hinten ist auch noch, glaube ich, was. Wie lol. Guckt euch das mal an. Hier sind so Liegen. Und hier ist so ein kleiner Mini-Pool. Guck mal, hier kannst du dich schön auf die Liegen legen. Ich sneake jetzt einfach mal, just for fun. Und mache mal eben hier, ne, und so.
Oh lol, wie das aussieht. Ach, guck mal, da ist er. Da ist er, da ist er, da ist er. Lol. Ich muss mal ganz kurz hier Perspektive wieder ausschalten. Krass, Fabi 44. Lol. Warum schreibst du nix? Warum schreibt er denn nix? Krass, Fabi 44. Ich kann es nicht mehr überschreiben. Lol. Naja, ist ja ist auch nicht so wild, aber schon richtig nice hier mit dem Pool. Hui, richtig cool gemacht. Und hier auch unten die Lampen. Habe ich das nicht auch bei meinem Pool in der Let's Play Map Party, glaube ich, auch so das gemacht, ne? Dass wir die Lampen, dass ich auch so ein paar Lampen so ein bisschen reingebaut hatte. Jetzt schaue ich mal, wenn ich mal eben hier hochgehe. Hier ist ja ein Sprungbrett, das ist ja auch richtig cool gebaut. Und, hui, oh, was war denn da oben noch? So, das muss ich mir nochmal anschauen. Das muss ich mir nochmal anschauen. Sieht er mich irgendwie gar nicht? Kann das sein? Sieht er mich nicht? Oder was ist hier los? Oh lol, guck dir mal das Dach an, wie läuft das denn? Das ist auch cool gemacht, hier so mit Walle oben drauf, ne? Auch richtig nice. Und auch hier, soll das irgendwie, sollen das hier so Solarzellen darstellen? Das erinnert mich voll an Solarzellen irgendwie, muss ich dazu mal sagen. Aber komm, wir schauen uns das jetzt nicht weiter von oben an. Wir gehen nochmal ein bisschen weiter hier lang und gucken mal, was hier noch so ist. Was hier noch so gebaut hat. Hier waren wir vorhin drin. Schauen mal, was hier noch so steht. Würde ich mal so sagen. Ich bin da mal sehr gespannt. Oh, was ist denn hier gebaut? Lol. Ja, mal ganz kurz schauen. Machen wir mal die Tür auf. Hier geht's auch irgendwo rein. Hier regnet's rein. Ah, hier ist es offen. Ach so, hier kann man hochlaufen. Das ist wahrscheinlich noch nicht fertig oder so. Aber ist auch richtig cool. So ein kleiner Turm ist es ja quasi jetzt, ne? Hier kannst du hochlaufen und das ist auch witzig. Witzig gebaut. Ich glaube, es ist noch nicht fertig, aber auf jeden Fall eine sehr coole Idee, mal sowas zu bauen. Und ich würde sagen, jetzt können wir nochmal auf die andere Seite gehen. Schau mal, was da noch so ist. Zack. Ein Kistenlager. Wie cool ist das denn? Hat er da was drin? Nee. Zumindest ist nicht in den Kisten. Ich schaue es natürlich nicht in allen Kisten, aber soll ich da auch schon nachschauen. Aber es ist schon mal irgendwie interessant, immer so ein bisschen hier so zu gucken. Ah, hier da was drin, lol. Ich nehme natürlich nichts raus. Lol, was sind so viele Rahmen drin? Also viele Bilderrahmen. Die Kiste bleibt einfach mal wieder offen. Toller Pack von der Minecraft PI. Das ist auch witzig. Ich würde mal so sagen, wir gehen jetzt hier nochmal lang, weil hier wird es, glaube ich, jetzt richtig interessant. Hier steht ein Huhn rum. Wenn wir nämlich jetzt mal hier in dieses Gebäude gehen. Boah, das sieht jetzt ja schon richtig geil von außen aus. Ach, wie geil ist das denn? Guck mal. Sorry, dass ich das gerade mache, aber das ist ja auch, das ist auch noch eine geile Idee. Man braucht nicht unbedingt immer Tageslichtsensoren. Ist eigentlich geiler, aber du kannst ja natürlich auch so die Lampen hinbauen. Du brauchst einfach einen Schalter dran und machst ihn einfach an und aus, wann du willst. Das kannst du auch machen, das ist auch nicht so verkehrt. Aber ich meine natürlich, also wenn man jetzt so, solche Lampen hier wirklich bei so Straßen sowas baut, man nicht jetzt, wenn man natürlich, ich glaube, er hat mich doch gesehen, aber schreibt einfach nichts. Aber wenn man jetzt irgendwie Lampen in der Decke bohrt, ich glaube, dann macht es mehr Sinn, das wirklich mit so einem vernünftigen Schalter, der irgendwo hängt, zu machen, so wie wir das in der Let's Play Map gemacht haben. Sorry, dass ich mal gerade so ein bisschen vom Mikro weggehe, das hört man wahrscheinlich. Ich gucke mal kurz aufs Nexus, weil da irgendwelche Nachrichten immer kommen. Lol, eine Fledermaus ist hier drin. Lol. Hallo, Fledermaus. Ja, auch cooler Raum sozusagen. Es geht hier auch noch um. Also, es sind schon richtig coole Gebäude, die er hier gebaut hat. Wahrscheinlich hat er die mit anderen zusammengebaut. So wie ich das sehe, sind ja auch manchmal stehen da so ein paar andere Namen bei manchen Häusern mit drauf. Wir gehen mal eben hier durch. Und ja, hier ist so ein kleiner Balkon. Richtig cool gebaut auf jeden Fall. Und von oben schaut es auch richtig nice aus. Muss man dazu ja mal sagen, guckt euch das mal an. Das ist gar nicht mal so schlecht, ne? Also gar nicht schlecht, finde ich. Jetzt gehe ich nochmal hier lang. Möchte mir das auch nochmal gerne anschauen, was er hier noch so gebaut hat. Bin ich auch mal sehr gespannt. Hier geht es nämlich auch noch... Oh, und hier hat er Öfen drin. Guck mal, wie kommt man auf solche geilen Ideen? Das hat er nämlich aus Quarz gemacht. Das hat er hier aus Quarz gebaut. Das ist auch richtig nice irgendwie, finde ich. Also richtig cool. Richtig cool. Ja, muss man dazu mal sagen, ne? Also ich finde es auf jeden Fall wirklich nice. Ja, nice gemacht. Sorry, dass ich immer nur so kurz hier immer drin bin, aber ich weiß nicht so ganz, was man da noch so zu sagen konnte. Hier hat er Betten hingestellt. Also ich finde es auf jeden Fall richtig cool, wie man sowas hier, wie er sowas gebaut hat. Also ich meine, guckt euch das mal an. Ich würde nie auf die Idee kommen, irgendwie so einen Turm hier aus Quarztreppen und Quarzsäulen sind das, glaube ich, hier zu bauen. Da würde ich echt irgendwie nie drauf kommen. Aber guck mal, so viele Betten, wie hier stehen, vielleicht spielen wirklich mehrere mit. Dass sie das zusammen hier gebaut haben, ist auf jeden Fall richtig cool, ne? Muss man dazu mal sagen. Ich mache jetzt nochmal Folgendes, bevor wir hier wieder aus der Map rausgehen, würde ich mal so sagen, ich fliege mal eben nochmal in die Richtung, weil ich habe da eben noch irgendwas gesehen. Lol, und hier haben sie Fackeln noch rumgestellt, das ist ja auch cool. Hier haben sie noch Fackeln rumgestellt um diesen Skin, dass es dann auch mal schön hell ist und hier sind auch ein paar Fackeln dran. Also wenn es Nacht wird, der Skin, der wird ein bisschen leuchten, das ist ja auch cool. Coole Idee. Was ist hier hinten noch? Ach, ich glaube, hier hinten ist noch nichts mehr. Da ist irgendwie, sind so ein paar Cobbles oder was ist das? Ich weiß es nicht so ganz. Lol, ein Skelettpferd oder... Lol, da hinten ist aber auch noch irgendwas. Was haben sie denn gebaut? Das sind so viele Steine. Keine Cobbles, ganz normale Steine. Lol, und da sitzt ein Wolf rum. Da sitzt, ist eine Fackel neben. Was haben sie hier gemacht? Lol. Lol, guckt euch das mal an. Guckt euch mal die ganzen Cobbles hier. Was soll denn das? Soll das irgendwie so eine Art Grenzung sein?
Also lieber Karls, wie heißt er jetzt noch? Karls Fabi44, falls du dieses Video siehst und einen YouTube-Account hast, kannst du mir gerne in die Kommentare schreiben, was du hier so Schönes gebaut hast. Und was das hier so dastehen soll, das interessiert mich ja mal sehr. Vielleicht einfach so random irgendwas hingebaut? Keine Ahnung. Oder wurde das hier gegrieft, ne? Ich glaube nicht. Aber das ist schon ein bisschen komisch, dass hier so viel Erde fehlt. Also ich würde das ja in meiner Map jetzt, wenn ich so eine super flache Map habe, würde ich aber nicht die ganze Erde hier abbauen, muss ich dazu mal sagen. Na gut, ich würde mal so sagen, das war's auch schon mal für diese Map. Haben wir jetzt nicht so mega viel gesehen, aber ich meine, das war trotzdem schon richtig geil, richtig nice gebaut hast du da auf jeden Fall. Und ich würde mal so sagen, wir schauen mal, ob wir noch bei noch jemandem vorbeischauen können. Ja, richtig cool gemacht und ich würde mal so sagen, vor allem mit dem Pool, das gefällt mir wirklich nice. Hier ist auch so ein kleiner Pool, das habe ich noch gar nicht gesehen. Hier waren wir noch nicht drin. Hier ist auch so in so einem Garten, kannst du so sagen, ist hier auch so ein kleiner Pool. Hier kannst du auch mit dem Sprungbrett rein. Richtig nice, richtig cool. Ja, richtig cool gemacht. Gut, da würde ich mal so sagen, ja, was ist mit dieser Map? Wir sehen uns dann gleich in der nächsten Map wieder. Wenn ich es noch schaffe, in die nächste Map reinzugehen, entweder es wird jetzt eine kurze Folge oder ich schaffe es noch. Ich möchte, wie gesagt, jetzt unbedingt noch eine nächste Folge hochladen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt so viel hier schaffen. Entweder sage ich mal bis gleich, wir sehen uns gleich wieder in der nächsten Map. Jetzt wird's cool, Leute. Ich bin noch jemandem beigetreten. Sommertante 77, die Map heißt Bed Wars und es sind drei Leute drin. Es sind einfach mal eiskalt drei Leute drin und es schreiben auch welche hier. Was ist denn hier los? Jetzt wird's interessant. Hier ist jemand mit einem Unsichtbarkeitsdrang. Ich sehe es doch. Ich sag mal eben gar nichts. Hi, Brand. Hi. Hi, machst du Video? Bau einen Server. Jo, nehme. Auf. Ja, ist ja nice. Ich bin auf YouTube. Hey Mensch, cool. Auch wieder so eine super flache Map. Lol, also man sieht hier, es laufen alle mit... Haben alle jetzt einen Unsichtbarkeitsdrang? Ich sehe hier nämlich niemanden. Ich sehe hier nur diesen... Ah, Sommertante sieht gerade auf jeden Fall... ihn sieht man wieder. Kann ich bei deinem Server... Achso, genau, wegen helfen. Ja, Jason Crafter, schreib bitte gerne einen Kommentar, falls du es noch nicht getan hast, unter das Video, wo ich wegen dem Server da geschrieben, also wegen Bauhelfern suchen, gefragt habe. Das lese ich mir nämlich alles durch. Oh Gott, wie soll ich das, schreibt bitte einen Kommentar unter das Video. Wann willst du mit skypen? Würde ich gerne, aber das Problem ist, ich habe gerade echt nicht mehr viel Zeit, aber ich würde gerne nochmal hier ein bisschen im Vorbeischauen. Schaffe das zeitlich mit dem Skypen jetzt leider nicht mehr. Ich schreibe jetzt einfach mal, kann nicht skypen, das ist ja nun wirklich so. Wenn ich jetzt erstmal Skype wieder anwerfen muss und alles mögliche, ich habe wirklich nur noch 5 Minuten oder so. Ich wollte aber gerne noch eine zweite Map auf jeden Fall zeigen. Schreib bitte in den Kommentaren das Video, genau, das habe ich ja geschrieben. Ja, was bauen sie denn hier so? Man sieht hier nicht, also ist hier noch gar nichts eigentlich gebaut, wie man sieht. Die Map heißt Bed Wars, ich dachte gerade echt, das ist so eine Bed Wars Map oder sowas. Aber auf jeden Fall irgendwas bauen sie hier. Ist ja auch mal witzig, Sommertante 7451 steht hier rum. Und noch irgendjemand, der unsichtbar ist, der einen Unsichtbarkeitstrank hat. Ja, soll ich das mit Skype nochmal versuchen? Soll ich das nochmal versuchen? Ich weiß nicht, magst du mit skypen? Huch, gerne, aber Skype schaffe ich zeitlich nicht mehr, hört sich so ein bisschen blöd an, wenn ihr das Video seht. Wie gesagt, ich weiß, das ist eigentlich schon zeitlich, aber es hört sich blöd an, wenn ich das jetzt so schreibe. Aber Skype kann ich gerade nicht, weil wie gesagt, das ist uns... Aber später gern. Weil, man muss dazu sagen, wie gesagt, wenn ich jetzt Skype aufrufe und hast dann nicht gesehen, so, ich muss nämlich mein Passwort erstmal wieder raussuchen. Weil ich mich immer wieder auslogge und mein Passwort ist so bombensicher, das ist immer voll nervig. Du musst jetzt wieder raussuchen und hast du nicht gesehen, damit jetzt die Zeit nicht mehr verplempern. Aber ab der nächsten Folge bin ich wieder bereit mit Skype. Ich habe jetzt echt nicht dran gedacht, weil bis jetzt nur ein einziger bis jetzt immer skypen wollte. Das war der Mindtox MCPE bis jetzt gewesen. Also sorry Leute, wie gesagt, das ist nicht böse gemeint, aber wie gesagt, wenn ich jetzt alles raussuche, habe ich nachher keine Zeit mehr. Ja, gut, was wird denn hier so gebaut? Hi, was... baut ihr hier so? Einfach mal so gefragt. Das ist ja mal interessant. Ich weiß nicht, was sie hier genau bauen. Hier machen sie... Wie lol, guck mal. Kann ich bleiben? Schreibt der Noob Craft mal 5. Guck mal, hier haben sie auf jeden Fall so ein bisschen Holz hingebaut. So ein Holzboden mit Glas und darunter Lava. Und hier nochmal Redstone-Blöcke mit Holz drüber. Und das haben sie vorhin angezündet. Ich weiß nicht, was sie genau vorhaben. Ich weiß nicht, was sie genau hier bauen. Es ist auch noch nicht so viel gebaut. Ich meine, das kannst du dir trotzdem mal anschauen. Das ist ja trotzdem mal witzig. Aber es ist interessant. Es ist interessant. Man könnte ja mal... Ratet mal mit. Was wird das hier? Ich bin echt am Überlegen, was das hier werden soll. Kann ich ein Lobby bauen? Ach so, die
für was jetzt? Achso, nicht für meinen Server, ich glaube, die meinen jetzt hierfür. Ach, die wollen, glaube ich, hier auch so eine Art Server aufbauen. Das heißt, ich bin gerade mega am Anfang eines, wahrscheinlich soll das ein Realm werden oder sowas, oder ROM oder so. Weil ich meine, noch ist das ja eine ganz normale, stinknormale Map. Aber sie, vielleicht meinen sie es auch als Server, dass einer die Map immer spielt und das ist dann halt quasi so der Server sozusagen. Kann ja auch sein, dass sie einfach so zusammen so wie so einen Server halt haben wollen. Kannst du Jump'n'Run bauen, Brand? Oh Gott, Jump'n'Run bauen, oh Gott. versuchen. Huch. Versuchen kann ich's, aber bin nicht so der Profi darin. Ja, wie ist es mit Jump'n'Run bauen? Weiß jetzt auch nicht so ganz. Ne? Ich bin wirklich jetzt kein Profi im. Ich habe noch nie einen Jump'n'Run gebaut. Probieren kann ich das wirklich gerne mal. Egal. Okay. In was? Was? Huch. Was? In was? Bist du der Profi da drin? In was? Was? Jump'n'Run bauen. Oh Gott, wo baue ich denn sowas mal hin? Ach, soll das hier irgendwie. Das soll wahrscheinlich so ein Jump'n'Run werden, kann das sein? Aber inwiefern Jump'n'Run? Oder soll das. Ach, das soll wahrscheinlich so eine Lobby. Kann das sein, dass das so eine Art Spawn werden soll? Von diesem Server nenne ich es jetzt auch einfach mal. Das könnte vielleicht sogar sein. Kannst du Schild machen, dass du da warst? Klar doch. Klar. Wohin? Ich mache natürlich ein Schild. Das soll wirklich wahrscheinlich so eine Art so kleiner privater Server werden, denke ich mal so. Schild. Da ist ein Schild. Wohin? Danke. Wohin? Am Spawn. Ja, das soll wirklich ein Spawn werden. Cool. Gut, ich würde mal so sagen, ich baue das Schild mal. Wohin? Leute, ich hab auch Unsichtbarkeit gerade. Ich habe einen Unsichtbarkeitstrang an. Was meint ihr? Ich packe das Schild jetzt einfach mal hier rauf. Hier auf? Ich baue es einfach mal hier rauf. Brand. Fernsehen. Alter. Fernsehen. War hier. Viel Erfolg beim Server. Ich nenne es jetzt einfach mal Server. Ich weiß, es ist eine ganz normale Map, aber ich denke mal, das soll so eine Art Server, wollen sie einfach bauen. Viel Erfolg beim Server, jo. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig war mit hier in die Tafel. Ah, okay. Okay, dann mache ich das hier nochmal ran. Okay, Brand, also kein Problem, nochmal Fernsehen war hier viel Erfolg beim Server. So, nochmal, zack, bumm. Wird das ein Server? Fragt der Noobcraft 05. Naja, sobald ich das verstanden habe, soll das so eine Art Server werden. Ne? Soll hier ein Spawn sein? Wird auf jeden Fall richtig nice. Und hier ist so eine kleine Tafel, wahrscheinlich so eine Newswand oder so. Sowas ist nochmal eine geile Idee. Kein Problem. Gerne. Ja, gerne. Das soll wahrscheinlich. Es ist echt eine geile Idee. Sowas müsste ich vielleicht auch mal. Ich meine, ich baue ja auch meinen PE-Server noch auf. Es gibt leider schon noch so ein paar Probleme, muss ich jetzt mal so sagen. Es ist alles noch mega verbuggt, aber ich meine, ich hoffe, ich krieg's hin bis zur Eröffnung dann, die irgendwann dann sein wird. Aber das sind so mal geile Ideen, wenn man sich das so mal anschaut, was sie hier so für Spawns bauen, sage ich mal so. Da könnte ich mir vielleicht mal eine Schneide. Ich möchte jetzt hier niemanden nachmachen, aber es ist schon irgendwie eine nice Idee, jetzt auch so mit Glowstone und vor allem so eine Newswand. Wäre eigentlich auch gar nicht mal so verkehrt. Wobei, machst du Brand, kommst du Besuch? Jo, nehme ich gerade auf. Wäre eigentlich mal so nice. Da kann ich mich wirklich mal inspirieren lassen. Irgendwie so eine Art Spawn könnte ich theoretisch auch bauen, aber ich müsste jetzt eigentlich auch unsichtbar sein, ne? Genau, lol. Hier, der unsichtbare Brand mit dem Schild. Viel lustig. Sommertante 7451 ist online. Loopcraft 05 ist online. Jasoncraft 120 ist online und 3 jeden Tag ist online. Machst du bitte Jump'n'Run? Ja, ich muss nur mal gucken. Ich weiß nicht, wo soll ich sowas hinbauen. Ich weiß gar nicht, wie ich damit anfangen soll mit Jump'n'Run. Ich baue einfach mal irgendwie so just for fun hier irgendwie. Wo mache ich das denn mal? Ich gehe mal ganz kurz, wo ist er? Was? Warte mal, wer hat das nochmal eben geschrieben? Sommertante, wo ist Sommertante hin? Hier. Wohin? Ich versuch mich jetzt einfach mal dran mit dem Jump'n'Run. Ich kann ja mal ein bisschen das ausprobieren, so ein bisschen mal anfangen. Vielleicht wäre das ja mal so eine geile Übung, auch mal sowas für meinen eigenen Server zu bauen. Wäre eigentlich mal eine geile Idee, ne? Hier hin. Okay, gut. Dann machen wir das mal. Was hat er hier? Milcheimer in der Hand. Lol. Mit Milcheimer in der Hand. Hier, okay. Okay, oh Gott, ich weiß nicht, wie ich anfangen soll.
Okay, ich überlege mir gerade mal, wie könnte man denn mal anfangen mit so einem Jump'n'Run? Man könnte doch theoretisch. Baut man hier irgendwie so eine Tür rein? Ja, das mache ich mal folgendermaßen. Ich baue hier mal so eine Tür rein, auf jeden Fall. Würde ich mal so sagen. Nehmen wir mal eben ganz kurz hier bei der Erde, nehme ich mal eben eine Tür in die Hand. Einfach mal so just for fun, eine Eisentür. Mit Knöpfen. Knöpfe suche ich mir auch mal eben raus. Das geht dann hier theoretisch ins Jump'n'Run rein, würde ich mal so sagen. Brandbau und Jump'n'Run, wie lol. Hebel kannst du hier auch einen Hebel ranmachen, dann geht die Tür. Na, ein Hebel ist scheiße. Ich glaube, es macht mehr Sinn, einen richtigen Knopf. Einen Knopf ranzubauen. Nein! Alter! Mensch! Bruchstein! Und jetzt nochmal. Knopf, 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 Knopf. Wo ist Knopf? Wo ist Knopf? Hier. Knopf, Knopf, Knopf. Zack, bumm. Den sieht man jetzt ein bisschen schlecht hier. Ich lasse das jetzt aber erstmal so vorerst. Und dann würde ich mal so sagen, huch. Oh, Mann. Jetzt muss ich nochmal kurz Erde wieder in die Hand nehmen. Erde, 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 Erde. Wie der Kohle-Song. Kohle, 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 Kohle. Komplettes Video? Nee, aber am Wochenende kommt es auf jeden Fall. So, und jetzt machen wir das mal folgendermaßen. Ich meine, den Umkreis kann man später noch bauen, aber ich möchte jetzt erstmal theoretisch hier wirklich, ja, irgendwie, dass man hier so startet. Und jetzt könnte man doch theoretisch hier irgendwie so ein Ding bauen, irgendwie so ein Block so hinbauen, so ein Kobbelblock. Und jetzt könnte man theoretisch, das nochmal ein bisschen weiter bauen, aber ich mache das nochmal ein bisschen anders. Ich würde mal so sagen, naja, was mache ich hier für einen Scheiß? Das ist noch nicht so ganz. Ah, ich habe noch nie Jump'n'Run gebaut, noch nie, muss ich dazu mal sagen. Das ist wirklich total der Anfang. Ich glaube, das reicht. Ich glaube, von hier kann man noch nicht bis hier oben springen. Das geht, glaube ich, gar nicht. Ne? Wenn ich jetzt. Ui, nee, es geht nicht. Gut. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall einen Block tiefer noch bauen, würde ich mal so sagen. Kann man denn, aber von hier kann man, aber theoretisch kann man hier hochspringen. Das geht auf jeden Fall. Gern. Wobei, nachher habe ich gar keine Zeit. Scheiße. Heute kann ich leider nicht mehr skypen, aber morgen gerne. Gerne, gerne, gerne. Auf jeden Fall, wie gesagt, sorry. Ich habe jetzt gerade echt nicht mehr viel Zeit. Wahrscheinlich hätte ich jetzt Skype gestartet und alles, aber ich muss gleich ja die Aufnahme leider beenden. Ich würde hier gerne auch das Jump'n'Run noch ein bisschen weiterbauen, einfach zum Üben so ein bisschen. Hallo, 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 was? Einfach zum Üben auch so ein bisschen. Man kann doch eigentlich noch einen Abstand mehr lassen, oder? Man könnte doch theoretisch jetzt auch sagen, man baut jetzt hier einfach, wenn man jetzt hier ein paar Blöcke hat, könnte man doch theoretisch sagen, wir machen das jetzt folgendermaßen, wir machen hier noch einen Abstand rein, wir sind jetzt hier quasi, wir können theoretisch das auch so machen, das heißt, dann müsste man hier hochspringen, und jetzt könnte man theoretisch doch einfach noch einen Abstand machen, oder? Eigentlich müsste das reichen. Eigentlich müsste man von hier theoretisch, wenn man jetzt hier so ist, müsste man theoretisch hier auch hinkommen, das geht. Und wenn man jetzt hier mal noch einen Block raufbaut, geht das dann auch, wenn ich jetzt von hier mal schaue? Das funktioniert auch. Das ist noch ein sehr einfaches Jump'n'Run. Oh Gott, das ist wie gesagt ein totaler Anfang von so einem Jump'n'Run. Ich möchte ja gerne mal mithelfen hier, wie auf jeden Fall. Deswegen baue ich auch mal so ein bisschen was. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 machen wir es einfach mal. Und da ist ein Schild da dran. Ja, richtig nice. Ich baue jetzt erstmal einen Jump'n'Run. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, dann machen wir hier auch einfach mal 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Und jetzt müsste ich, okay, noch nicht ganz, das ist ein bisschen mehr als 20 jetzt, glaube ich, gewesen. Also, was wir brauchen, jetzt können wir hier noch zack, 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 zack. Dann hat man das zumindest schon mal so ein bisschen hier so einen Rahmen drum gebaut. Das ist ja schon mal so ein bisschen, naja, ein bisschen die Hauptsache. Ich denke mal, das könnte man noch ein bisschen größer bauen, das Jump'n'Run auf jeden Fall. Das soll, denke ich mal, noch nicht so jetzt irgendwie na und so bleiben. Jetzt müssen wir mal schauen. Jetzt könnte man theoretisch noch sowas machen, wo man an Leitern springen muss, ne? Fällt mir mal gerade so ein. Man könnte doch theoretisch. Jetzt hat mein Display angespuckt, toll. Man könnte doch theoretisch jetzt sagen, den unteren Block kann man eh wegmachen. Und jetzt könnte man doch noch sagen, noch ein weiter. Warte mal. Wie sieht denn das aus, wenn man jetzt hier einfach sagt, dass man hier jetzt an eine Leiter springen muss? Wir bauen jetzt hier einen ran und da muss man jetzt an eine Leiter springen, damit man da hochkommt. Das wäre nochmal eine geile Idee. Was baust du, Leon? Achso, genug, da war ich jetzt nicht mit gemeint. Jetzt könnt ihr euch doch theoretisch sagen, ich nehme hier mal eben kurz eine Leiter. So, und baue sie hier ran. Und jetzt könnte man auch theoretisch sagen, bumm, von hier musst du da ran. Aber das ist noch viel zu einfach, finde ich. Ich glaube, man könnte theoretisch sogar noch einen Block weitermachen. Denn man könnte auch jetzt auch sagen, machen wir hier einfach ran.
bauen das nochmal ab und bauen dann da die Leiter ran. So ist es schon wieder etwas schwieriger und ich glaube, das ist schon mal auf jeden Fall macht mehr Sinn, weil es soll ja nun auch nicht so ganz einfach sein. Das funktioniert, aber so kannst auch noch hier hochspringen. Man könnte auch versuchen, einfach den Block machen wir weg und dass man dann hier die Leiter ran macht und dann da oben noch einen Block irgendwie rauf. Geht das denn? Kann man dahin, wenn man jetzt von hier irgendwie mal guckt und jetzt... das würde auch gehen auf jeden Fall. Das ist schon mal eine gute Idee, finde ich. Und man könnte hier drunter jetzt noch irgendwie Lava oder irgendwas bauen, ne? Dass du dann halt reinfliegst. Ja, auf jeden Fall, das wird bestimmt sehr nice. Morgen? Skype-Name? Achso, Skype-Name ist, Skype Brand Fernsehen 2014. Jo, morgen Abend kann ich. Jo, auf jeden Fall mal sehr nice. Ich fange mal so ein bisschen, ich habe mal das erste Mal so mit so einem Jump'n'Run angefangen. Ich muss mal schauen, ja, muss ich auch nochmal, ich übe das auch mal offscreen so ein bisschen, vielleicht auch mal auf meinem eigenen Server, dass ich wirklich mal, vielleicht mache ich mal ein eigenes Video sogar dazu, wo ich einen Jump'n'Run baue, so ein Projekt irgendwie mal. Boah, da hätte ich mal richtig Bock drauf. Was haltet ihr davon, wenn ich mal so ein Projekt... Ich meine, ich habe mal den Jump'n'Run gebaut, aber so kannst du es jetzt gleich mal üben und da könntest du vielleicht wirklich mal so ein Video zu machen. Hätte ich richtig Bock drauf, ohne Scheiß. Ja, ich würde mal so sagen, ich gehe jetzt erstmal wieder aus der Map raus, weil ich habe jetzt wirklich keine Zeit mehr gerade. Jetzt in 2 Minuten oder so noch, da muss ich wirklich aufhören, weil ich muss nochmal weg gerade. Sonst schaffe ich das wieder nicht und hast du nicht gesehen und so. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür, sonst wird die Folge dann auch ein bisschen zu lang. Baue später gerne weiter. Bin erstmal weg. Keine Zeit mehr. War sehr nice. Komme wieder. Ich komme hier auf jeden Fall nochmal wieder, weil ich möchte auf jeden Fall hier noch ein bisschen mithelfen. Weil ganz ehrlich, wenn ich mal beim Server mithelfe sozusagen, ist das genauso geil, als wenn ich einfach mal Helfer für meinen eigenen Server habe. Ich meine, so kannst du das ja auch mal machen einfach, ne? Auch mal bei anderen mithelfen. Ich meine, wenn ihr mir helft, helfe ich euch auch gerne. Und, Und dann würde ich mal so sagen, ja, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn euch, wie gefallen euch so die Maps? Ich glaube, ich mache jetzt hier keine Umfrage rein, weil das wäre ein bisschen unfair, wenn ich jetzt hier eine Umfrage reinmache, weil, welche Map ist besser, ist jetzt so ein bisschen Quatsch. Weil diese Map ist wirklich ganz am Anfang, das kannst du ja noch nicht wirklich beurteilen. Würde ich jetzt mal so behaupten. So, ich lasse die Umfrage mal raus. Würde ich mal so sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, und yo, ciao Leute, macht's gut. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Das würde mich wirklich sehr freuen und alle Beteiligten bestimmt auch. Und dann sehen wir uns in der nächsten Brand kommt zu Besuch-Folge wieder. Vielleicht mache ich auch bald mal eine Live-Folge, dass ich mal live aufnehme und einen Livestream mache, wo ich euch besuche. Das kannst du ja auch mal bringen. Jo, dann wünsche ich euch noch einen sehr schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und macht's gut. Ciao Leute, bis zum nächsten Mal und tschüss.